War schon ein sehr intensives Spiel. Ist auch sehr anstrengend gewesen. Also ich war auch nach dem Spiel sehr platt, muss ich sagen. Aber ja, ich denke, 1:1 geht so in Ordnung. Wir wollten unser Spiel auch den Dortmundern aufdrücken. Das ist uns phasenweise sehr gut gelungen. Klar hat man dann die Kontersituation, hat man ja auch gesehen. Und wenn die dann ins Tempo kommen, ist es schwierig, sie aufzuhalten. Aber wir haben das lange Zeit sehr gut gemacht. War ein Schlagabtausch und offener. Also hat man gesehen, viele Chancen für beide Mannschaften. Auch dann im Nachhinein, meine Mutter, meine Schwester, alle gesagt, super Spiel, gut zum Zuschauen. Haben viele Fans auch gesagt und kriegt man auch gut auf dem Spielfeld mit, ja. Man hat dann schon auch so ein Gespür für Spiel und man hat dann schnell gemerkt, wir waren gut drin, das merkt man auch auf dem Platz. Und wenn dann ja, die Euphorie vom Drumherum dann auch auf dem Platz ausschlägt, dann merkt man das und nimmt man das gerne mit. Und in dem Spiel hat man wirklich gemerkt, wie die Stimmung dann auch immer besser wurde und wie das ganz euphorisiert war. Und es war ein Hin und Her, es war sehr intensiv und es war wirklich ein tolles Spiel. Also es ist nicht ganz einfach, dann am Ende nochmal dahin zu kommen. Vor allem am Ende war es ja dann noch ein bisschen hektisch. Hatte Dortmund noch ein, zwei Chancen. Da hatten wir ein bisschen Glück auch, einen guten Torwart. Es ist nicht einfach, wie gesagt, aber das gehört dazu. Also muss man annehmen und versuchen, das Beste draus zu machen. Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie wertvoll der Punkt jetzt sein wird. Man weiß ja dann auch nicht, ob der 7. Platz reicht. Von dem her ist man nach so einem Spiel so ein bisschen im Zwist. Man hat ein gutes Spiel gemacht, hätte gern dann auch die 3 Punkte genommen, was möglich gewesen wäre. Im Ende dann ja, war dann Dortmund auch nochmal stark, hat dann noch sehr gute Chancen gehabt. Also ich glaube dann schon, das Unentschieden war okay, aber wir hätten natürlich gerne 3 Punkte mitgenommen. Aber nochmals, das war ein gutes Spiel von uns, das gibt uns Mut für die nächsten Spiele. Und das Tolle ist, dass wir wirklich noch in einer Ausgangslage sind, wo alles möglich ist. In den 3 Spielen hoffentlich geht es noch wirklich um viel und das nehmen wir gerne mit. Bei einer Niederlage wäre es natürlich schlecht gewesen, hätten sie uns überholt. So haben wir noch alles selber in der Hand, können vor ihnen bleiben. Jetzt haben wir noch 3 Spiele, wenn wir da gut punkten, dann der Abstand ist ja nicht allzu groß, deswegen ist da noch viel möglich. Jetzt mal schauen. Wenn wir so weiterspielen, alles gut.